Hallo, ich begrüße dich und ich freue mich, dass du wieder da bist und dir die Zeit nimmst, mein Video anzuschauen. Heute am 20. September 2019 mit dem Video Du und ich. Also auch wieder eine Skatlegung, auch für die Liebe. Bitte verzeiht, dass ich keine Videos gemacht habe, also zeitlich einfach nicht geschafft. Natürlich auch durch die Termine und natürlich auch durch einiges, was ich zu erledigen hatte. Aber ich freue mich, dass du dabei bist und natürlich bitte ich dich, dass du dich voll und ganz auf deine Situation besinnst und mir auch deine Gedanken zusendest. Schließe dabei deine Augen und tauche in der Energie der Kristallschale hinein. Ich hoffe, du konntest gut entspannen, auch für die paar Minuten. Und bist du bereit und konzentriere dich auf dein Gegenüber. Auch gleich habe ich wieder Termine, also von da aus. Und gestern Abend noch Energiearbeit gemacht. Auch an alle herzlichen Dank, die an dem Portal-Energiekreis teilgenommen haben. Viele wissen schon, dass sie dann vorab auch im Shop schauen können. Und natürlich, wenn die Angebote gebucht werden, freue ich mich umso mehr. Nur dann bleibt halt einfach weniger Zeit für die Videos, aber das macht ja nichts. Also du kannst ja auch jede Zeit bei mir eine persönliche Beratung buchen, wenn du über dein Thema was wissen möchtest. Oder natürlich kannst du auch immer wieder ein älteres Video anschauen, auch wenn jetzt ein anderes Datum da drauf ist. Also stöber einfach an meinem Kanal und hör hinein und was, wo du mit in Resonanz gehst, wird das für dich richtig sein, ja? So, jetzt bitte ich dich, dass du dich auf dich selbst konzentrierst. Konzentriere dich auf dich selbst, ja? So, welche Karten kommen jetzt für dich? Wir schauen jetzt mal. Und was sind jetzt deine Gedanken? Das sind ja 9er Legung, was ich jetzt hier mache mit den Skatkarten, mit den Reka-Skatkarten. Und wir schauen jetzt mal, was jetzt gerade bei dir jetzt los ist, also du und ich. Seelenpartner, Orakel und natürlich werde ich auch ein paar Klärungskarten natürlich auch ziehen. Und wir hatten ja gestern den Portaltag und also ich hoffe auch, also dass du das auch gut überstanden hast. Also von der Energie her war das schon also sehr hochschwingend und ja, es hat auch sicherlich auch einiges wieder bewirkt auch in eurem Prozess. So, dann beginne ich jetzt mit dem Herzensmenschen, also mit dem Du, also hier du und ich. Also was jetzt so gerade in seinem Kopf los ist und natürlich drehe ich jetzt auch hier die Kamera um, dass du das auch richtig sehen kannst. An alle, die jetzt fragen hier mit dem Wasser, das ist mein Brunnen, der hier so wunderbare Geräusche macht und plätschert. Also ich finde auch, das Wasser finde ich immer sehr schön, dass es halt eine reinigende Wirkung auch hat. So, Sekunde. Ich hoffe, so kannst du alles wunderbar, soweit denke ich mir, auch sehen. Ja, so jetzt decke ich auch natürlich deine Seite auch auf, also die Ich-Seite und dann beginne ich jetzt hier mit der Legung. Mit der Deutung. Wunderbar. So, alles da drauf, hier die unterste Karte. Da hast du dich in den Bild gelegt.
Und oh, und schau mal, da hat sich dein Herzensmensch in den Bild gelegt. Das hatten wir auch noch nie gehabt. Also das ist unglaublich. Also er hat sich hier also in den Bild gelegt. Also das heißt, die unterste Karte im Deck. Das bedeutet, dass er sich halt wichtig nimmt. Oder es geht jetzt in erster Linie, jetzt gerade heute oder vielleicht heute und morgen, geht es um ihn selber. Ja, also auf der Kopfebene sehe ich hier den Neuanfang, vielleicht auch die Familie, die sich hier zeigt. Also diese tiefe Nähe und Verbundenheit, vielleicht auch ein Stück weit hier diese telepathische Verbindung zu dir, weil wir schauen jetzt eure Verbindung an, also jetzt gerade. Und also, dass er jetzt noch so recht unentschlossen ist. Also er kann sich nicht auf dich vollkommen einlassen. Also er spürt das schon, dass es hier so ein Glücksgefühl in ihm aufsteigt. Also wenn er an dich denkt und er spürt diese Energie, diese Verbundenheit, diese Nähe. Natürlich spürt er das, ihr seid ja auch Seelenpartner. Aber er kann sich nicht ganz zu dir bekennen. Also auch dieses Gefühl hier der Unentschlossenheit, die Verzögerungen, vielleicht auch ein Stück weit auch der Zweifel. Also so ist er noch am Abwägen. Auf der Herzebene sehe ich bei deinem Herzensmenschen hier generell, sehe ich also diese starke Anziehung zu dir auf der Herzebene. Und auch die Stabilität, dass diese starke Anziehung und diese Verliebtsein auch dauerhaft da ist, also zu dir. Und also auf der Herzebene möchte er auch das vielleicht auch dir mitteilen oder kommunizieren. So, wie geht es denn weiter? Also die Gefühle heilen gut bei deinem Seelenpartner, das ist auch durchaus positiv. Und also es ist jetzt hier nochmal, zeigt sich hier, also im Außen, dass er schon manchmal ganz in seiner Kraft ist und in seine Begeisterung, in seine Energie. Und manchmal kommen hier so, so Gefühle hoch, alles beherrschen zu wollen, alles steuern zu wollen, alles kontrollieren zu wollen. Also das ist hier die Karte. Der Pik-König steht für eine autoritäre Persönlichkeit, der auch vielleicht eifersüchtig ist, vielleicht auch misstrauisch ist, vielleicht auch so ein bisschen herrscherisch rüberkommt, also so möchte seine Macht präsentieren oder irgendwie ist so ein Machtgefühl, wie so ein Herrscher, wie so ein Arbeitgeber zum Beispiel, dass er so seine Macht vielleicht auch ein Stück weit missbraucht oder einsetzt oder dir präsentiert oder dass ihm das irgendetwas gibt. Also das sind ja immer so zwei Anteile, die sich in ihm zeigen, also vielleicht auch Ängste. Vielleicht reagiert er auch so, weil der halt unbewusste Ängste hat, weil der halt auch vielleicht eifersüchtig ist oder je nachdem, in welche Konstellation ihr zusammensteht, vielleicht möchte er auch die Kontrolle behalten über sein Leben. Hier wieder in seine Kraft, das raubt ihm natürlich wieder die Kraft, also das gibt ihm Kraft und das raubt ihm die Kraft und es ist wichtig, wäre hier eine Balance da reinzubringen. Aber, also soweit ich das jetzt hier in dem Kartenbild sehe, also es kommt langsam in der Stabilität, also es ist jetzt nicht mehr so stark, dass er hin und her schwankt, also dieses Misstrauen sollte er auch überwinden, damit er auch in seine Kraft ist und sich traut. Aber es ist auf dem besten Weg dorthin. Und du legst dich auch hier in den Bild, also die kommenden ein, zwei Tage, vielleicht auch heute, bist du dir ganz, ganz wichtig. Also gestern hatte ich auch einige Anrufe, einige Beratungen, wo es wirklich auch durch diesen Portaltag auch sehr, sehr stark wahrgenommen wurde. Auch die Sehnsucht, auch die Anziehungskraft generell zwischen den zwei Seelenpartnern.
und auch einige Fragen auch so von meinen Klientinnen bekommen, die auch immer wieder mal bei mir was gebucht haben. Es geht auch darum, dass ihr das versteht. Also in den Seelenpartnerprozess ist es nicht so, dass du jetzt zum Beispiel eine Energiearbeit gemacht hast und der kommt sofort zu dir und fängt mit dir eine Beziehung an. Wenn ihr gemeinsame Themen habt, dann ist das auch ein Entwicklungsprozess und also das ist auch in deinem Sinne, dass du das auch verstehst und so schneller du das verstehst und nicht im Groll bist und nicht in Traurigkeit bist, dass das noch nicht ist und im Vertrauen bleiben kannst, dann wird sich auch diese Verbindung entwickeln. Also es muss ja nicht bedeuten, wenn das jetzt noch nicht ist, dass es nicht sein wird, sondern es ist noch nicht der richtige Zeitpunkt. Also es braucht noch eine gewisse Entwicklung. Und die Frage ist immer, was, stelle dir die Frage, was kann ich tun, damit es mir besser geht, damit sich das entwickelt, also eher einerseits, dass es sich bei mir weiterentwickelt, positiv entwickelt und was kann ich tun, dass sich das auch zwischen uns gut und positiv entwickelt. Also das sind jetzt zum Beispiel hier die Fragen und natürlich kannst du da auch wirklich mit Energiearbeit oder mit einer Blockadenlösung, mit Hypnose oder du kannst auch eine Rückführung machen, um zu erkennen, wo deine Schwerpunkte sind, wo du etwas verändern kannst, wie kannst du etwas verbessern. So, auf deine Kopfebene ist, dass du immer mehr in deine Intuition kommst und das ist schon mal positiv. Also diese Karte steht generell für die weibliche Energie, für die nährende Energie, für Vergeben, für Mitgefühl, für Empathie, für Einfühlungsvermögen, für das empfangende, nährende, weibliche Aspekte, ja, für die Schönheit, auch ganz Frau sein, auch deine Intuition folgen, dein Bauchgefühl folgen, deine weibliche Urkraft erwecken. Das ist dir bewusst auf der körperlichen, auf der Kopfebene halt, auf der rationalen Ebene in deinem Kopf. Und zwar, und das der Erfolg, also das ist wirklich der Schlüssel zum Erfolg, dass du mehr in deine weibliche Energie bleibst. Das heißt auch, dass du ja nicht immer hinterher läufst, sondern dich in diese weibliche Rolle begibst und auch in diese Schönheit, dass du dir auch sicher bist im Vertrauen. Vertrauen ist auch eine weibliche Energie, ja? Also wenn du in Vertrauen bist, Urvertrauen ist ja auch eine weibliche Energie, dass es dann so dauerhaft erfolgreich sein wird, das ist dir bewusst. Hier zeigen sich auch Kontrollthemen bei dir. So, vielleicht hast du auch einen bestimmten Aspekt bei dir, jetzt entweder im Sternzeichen oder in deinem Aszendenten oder im Mondzeichen, wo du gerne ja so mit dem Kopf alles steuern möchtest, also dass du also regelrecht alles mit dem Kopf erklären möchtest, dass du verstandsorientiert bist, das zeigt sich hier und vielleicht auch dadurch Ängste hier entstehen oder aber auch Eifersucht entsteht oder Misstrauen vielleicht, wenn das noch nicht so ist. Und das wäre jetzt wirklich an der Zeit, dass du das jetzt hier ablegst und ja hier in dieses Vertrauen gehst, was diesen Neuanfang anbelangt, dass du sagst, okay, ich vertraue auf dieses Neuanfang und richte deinen Fokus hier darauf, was du haben möchtest, dass du wirklich das fokussierst, wie eine Zielscheibe. Also das habe ich gestern auch gemacht. Erst habe ich dann auch was Äpfel eingekocht und natürlich bei dem Bogenschießen auch den Apfel genau in der Mitte getroffen. So einen kleinen Apfel hatte ich dann, so einen roten Apfel. Das motiviert schon. Also wenn du wirklich deinen Ziel vorstellst, wirklich deinen Ziel, ein- und ausatmest und einfach ohne zu denken, schalte deinen Kopf einfach aus. Schalte deinen Kopf aus
auch diese Kontrolle. Also ich habe am Anfang auch mit dem Visierbogen geschossen und jetzt schieße ich mit dem Langbogen, weil das halt auch ein intuitives Schießen ist. Also du gehst in dieses Gefühl hinein und lässt dann den Pfeil los, ja? Also es geht darum, dass du mehr in diese weibliche Vertrauen hineingehst, auch wenn was noch nicht ist, und dass du dann nicht traurig bist. Natürlich kommen da auch manchmal Tränen, was auch noch geheilt werden müsste, und Tränen sind auch heilsam. Aber trotzdem lass die Kontrolle los, damit sich das alles entwickeln kann. Wir wissen gar nicht, wo was jetzt alles noch auf uns zukommt, aber wenn wir im Vertrauen sind und in Zuversicht, dass sich was positiv entwickelt, dann wird das auch so der Fall sein. Also Herzebene bei dir, also du hast deinen Herzensmenschen in dein Herz geschlossen, du hast dann tiefes Urvertrauen und auch dieses feste Partnerschaft im Herzen ist schon bereits bei dir da. Natürlich ist das da, wenn das jetzt dein Seelenpartner ist, auch dieses Glücksgefühl ist im Herzen da, wenn du an ihn denkst, und das ist doch großartig. Und es ist wirklich hier, also diese Freude, diese freudige Überraschung, also dein Herzebene finde ich großartig hier, wie sich das gezeigt hat. Also auch im Kopf weißt du schon viele Dinge. Also das ist jetzt noch ein Anteil, was du in dir erlösen sollst. Und wir haben ja natürlich auch am Sonntag haben wir auch ein Portaltag, und also auch zum 23. haben wir auch die Wintersonnenwende, also die Äquinox haben wir auch, und also von da aus kommen noch zwei kraftvolle Portale, die auch das Ganze noch so ein bisschen beschleunigen. Natürlich kannst du auch energetische Unterstützung von mir buchen. Das weißt du auch immer. Du kannst dich auch gerne in meinem Shop auch diesbezüglich immer umschauen. So, dann, wie geht es weiter? Also die Nähe und die Verbundenheit ist da auch in der Öffentlichkeit. Also im Außen ist es einfach da und du bist voll in deiner Bewusstwerdung. Du bist ehrlich zu dir. Du schaust die Themen an, du kehrst jetzt nichts unter dem Teppich mehr, versuchst du nichts mehr wegzudrücken, du bist ehrlich. Und also ich habe das Gefühl, dass du auch gerade dein Leben so weit auch organisierst. Also das ist großartig, dass du dich um deine eigene Stabilität auch kümmerst, dass du alles organisierst, und ja, und du bist auch ein Stück weit auch im Hier und Jetzt, und das ist doch wirklich schön. So, ich habe jetzt so tolle Karten wieder alle mitgebracht, und ich würde gerne jeweils eine Seelenpartnerkarte ziehen hier aus diesem Seelenpartner-Orakel. So, ich muss auch auf die Uhr schauen. Also wenn ich das heute schaffe, auf jeden Fall werde ich noch ein Video machen. Allerdings, wie gesagt, jetzt ab 10:30 jetzt auch wieder bin ich komplett voll mit dem Terminen. Also von da aus habt bitte Verständnis. Kommt alles zur rechten Zeit. Ich versuche auch am Wochenende noch was zu machen, also am Orakel. Aber wie gesagt, wenn diese Legung für dich passt, freue ich mich, wenn du natürlich auch eine persönliche Beratung bei mir buchst. Ja. So, und das war jetzt die Karte von Dorin Virtue, das Engel der Liebe Orakel. Und das andere war von Angela Hartfield und Josephine Wall, das Seelenpartner-Orakel. Das sind die gängigen Karten, die kennt ihr auch von den anderen Kolleginnen. Und dann würde ich gerne hier von der Sabine Ruland auch Botschaften von Herzengel eine Karte nehmen. Ja. Jeweils eine Karte.
So, na dann. Also der hat aber viel mitzuteilen, der Seelenpartner oder der Herzengel von dem Seelenpartner mitzuteilen. Die lasse ich aber dann auch. Die wollen alle fallen. So, wunderbar. Auch du bekommst hier einige Karten. Mhm. So, dann, was euch verbindet? So, drücke Liebe durch Geschenke aus. Gib jemandem ein kleines Unterpfand deine Liebe. Also das heißt kleine Geschenke, kleine Gesten, irgendwie kleine Geschenke, dass du etwas zu deinem Seelenpartner, also ihr sollt beide so ein kleines Geschenk füreinander machen. Ob das jetzt ein Kompliment ist, ob das jetzt ein Bildchen ist, ob das jetzt ein schönes SMS ist, dass du an dein Gegenüber halt denkst, ja? So, und für ihn kommt die Karte, dass er das erkennt, du bist grenzenlos, deine Engel laden dich ein, diese Wahrheit zu begreifen. Also es geht auch darum, dass er im Geisten alles erschaffen kann, dass er sich nicht begrenzt, sondern dass er so sein Bewusstsein auch dafür öffnet, dass er grenzenlos ist. So, und für dich kommt die körperliche Berührung, ist wichtig. Für manche ist es nichts wichtiger als zärtliche Berührung. Also, dass du dich auch danach sehnst, nach dieser körperlichen Berührung. Und ja, dass du vielleicht das auch sagst, auch deinem Gegenüber, dass du das auch mitteilst, dass du dich auch nach dieser körperlichen Berührung sehnst. So, auf der von dem das Engel der Liebe Orakel kommen für deinen Herzensmenschen die religiösen Faktoren. Dein Liebesleben wird von deiner religiösen Erziehung und deinem spirituellen Weg beeinflusst. Also spiritueller Weg, natürlich kann das auch religiöse Faktoren haben. Vielleicht ist jemand sehr gläubig, vielleicht ist auch jemand verheiratet oder hat ja auch vielleicht irgendwie in der Kirche ein Jahr oder ein Gelübnis gemacht. Das kann natürlich hier auch eine Rolle spielen, aber also was mir jetzt ganz, ganz stark reinkam, dass das eine karmische Zyklus ist oder eine karmische Weg ist, ja, dass vielleicht auch schon in dem früheren Leben auch diese Liebe nicht gelebt werden durfte, wegen Dritten oder wie auch immer, weil der eine vergeben war, der andere nicht vergeben war. Und dass sich dieser karmische Zyklus wiederholt. Und du kannst hier natürlich auch deinen Seelenpartner mit einer karmischen Blockadenlösung unterstützen, weil du kannst ja seine Themen nicht lösen. Aber wie kannst du ihn unterstützen in dem, was euch beide betrifft? Also wenn ihr einen karmischen Zyklus zusammen habt, dass du diese karmische Blockadenlösung machst, ja, dadurch kannst du das ja auch natürlich loslassen, was zwischen euch ist, diese Karma, damit das auch positiv fließen kann. So, und für dich ist, du darfst ohne Angst lieben, mach dein Herz auf, um die höchste aller Energien zu geben und zu empfangen. Und dazu passend auch mein Wochenangebot, auch für die kommende Woche, energetische Herzöffnung für dich oder für deinen Gegenüber oder für euch beide. Das ist eine Energiearbeit mit Reiki, Lichtgrade, also sehr hochschwingende Energien. Ich nehme mir die Zeit, eine ganze Stunde, und arbeite ich an dir energetisch, und du wirst auch das Gefühl haben, dass du dich viel, viel hochschwingender, viel, viel liebevoller auch wahrnimmst. Also dein Herz wird geöffnet und natürlich auch von deinem Gegenüber. Was sagen die Herzengel, also die Botschaften für dein Gegenüber? Also es ist hier die Frage, die Prinzipien, überlege dir, an was du festhalten willst. Also ist hier noch ein Festhalten. Also die Prinzipien sind halt, man hat so bestimmte Werte im Leben, entweder anerzogen oder antrainiert oder
Ja, hat man auch eine Wertvorstellung so im Leben. Und vielleicht in 10 Jahren oder in 20 Jahren hat man eine andere Wertvorstellung im Leben. Da kann man auch gerne auch die Meinung ändern. Was für dich vor 10 Jahren wichtig war, vielleicht ist das heute nicht mehr der Fall. Und da wird dein Seelenpartner aufgefordert, dass er überlegt, an was er festhalten möchte. Und dass er hier eine Bilanz zieht. Geben und Nehmen sind im Ausgleich. Dass er hier das Geben und Nehmen zwischen euch wieder ins Ausgleich bringt. Ja? Und dass er das erkennt, dass du sein Spiegelbild bist. Dass du etwas für ihn spiegelst. Also wirklich, du zeigst ihm ja ein Teil, seine eigene Geschichte. Also was jetzt gerade bei dir los ist, das zeigst du ihm ja, also auch von ihm, ja, dass er genau hinschaut und die Liebe, dass er hier mehr in diese Energie der Liebe gehen soll, die Liebe verleiht deinem Leben Flügel, ja. Die Enttäuschung ist das Ergebnis, eine Illusion. Wenn der eventuell von dir enttäuscht ist, über irgendetwas enttäuscht ist, ja, dann zeigt ihm das auch, dass er sich was vorgemacht hat, dass er das eventuell nur als Illusion von ihm war. So hat er das, hat sich einfach eine Illusion erschaffen. Und deswegen ist er vielleicht auch ein Stück weit enttäuscht von dir. Und da kommt die Karte Versuchung, du begegnest dem Reiz der Verführung. Also, das heißt, dass du für ihn immer wieder so eine starke Anziehung für ihn bist, dass ihm das also generell reizt. Also, und du bist jetzt wirklich diese Verführung für ihn. Und egal, was er von Prinzipien hat, also, dass er das nicht ausradieren kann, dass du also einfach da bist, ja. Er wird unterstützt von dem Helferchen. Seine Schutzengel schicken ihm reichlich Segen, also sein Schutzengel, dass er halt von den Engeln behütet ist. Also die Seelenpartnerbeziehungen sind ohnehin behütet, ja. Und dann kommt das Ahnenhaus. Also übernommene Erfahrungen beeinflussen die Liebe. Also das heißt auch, dass hier vielleicht auch nicht nur diese religiösen Faktoren, sondern auch je, wie gläubig einer auch ist oder wie einer erzogen wurde, wurden hier auch übernommen von dem Ahnenhaus und diese Werte wurden dann auch mitgegeben. Aber, also hier ist die Chance, die 13, alte Verhaltensweisen streben nach Veränderung. Also das wird jetzt auch hier nochmal, also die Transformation, du siehst hier ganz, 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 ganz viele Schmetterlinge. Also er muss hier eine alte Verhaltensweise nochmal loslassen und wirklich transformieren, auch von diesen übernommenen Erfahrungen von Ahnenhaus. Ja? Jetzt schauen wir mal, was euch verbindet. Euch verbindet beide dieses Himmelhoch. Also Spiel, Satz und Sieg, wenn du dir selbst treu bleibst. Also ihr sollt beide euch treu bleiben, euren Wesen treu bleiben, wie ihr seid, euren Gefühlen treu bleiben. Ja, und was sagen jetzt die Herzengel für dich? Also bleibe in der Freude. Die Freude ist ein Lebenselixier, erfrischend und belebend, also in diese Freudeenergie. Weil dadurch kommst du wirklich in dieses Paradies. Also durch diese Freude, wenn du jeden Tag Freude hast an egal was, was du tust, was du machst, erfreue dich an den Blumen, erfreue dich an deinem Leben, erfreue dich, wenn du einen Kaffee mit deiner Freundin trinkst oder wenn du mal weggehst oder was du auch machst, wenn du malst, wenn du dir einen schönen Bad gönnst. Also entscheide dich für das Glücklichsein, also dass du nicht in diese Traurigkeit bist und auf deinen Seelenpartner wartest und also dass du jetzt nur weinst und sagst, es geht nicht weiter, sondern entscheide dich für das Glücklichsein, geh in diese Freude und
da kommt das Vertrauen. Ängste verschwinden am Horizont. Umso mehr du in dein Vertrauen kommst, dass euer Zyklus, euer Zusammensein noch stattfinden wird, wie auch immer. Arbeite an deinen Themen, nimm das Leben in der Hand. Trotzdem, du darfst Freude haben, du darfst ausgehen, du darfst alles machen. Bleib aber im Vertrauen und bleibe auch in diese bunte Leichtigkeit. Das Kind in dir sucht Ausdrucksmöglichkeiten. Also es geht auch darum, dass du nicht in diese schwere Energie bleibst, sondern in diese Leichtigkeit, dass du jetzt nicht traurig bist, weil du den Seelenpartner begegnet hast und das nicht weitergeht, sondern bleib in der Leichtigkeit. Das beschwingt auch ein bisschen, das sagst du, oh, wie großartig, dass ich das auch alles fühlen darf, dass ich das auch so empfinden darf. Und trotzdem, das Leben ist schön, ja. Ich weiß jetzt nicht, wie alt du bist oder wie jung du bist, dass du sagst, ja, dass ich diese Liebe, diese Intensität so tief auch empfinden kann. Und dann kommt das Empfindsamkeit für dich, schau mal. Und Feinfühligkeit ist deine Stärke. Also wenn du die Sehnsucht spürst nach deinem Gegenüber, freue dich, dass du das spüren darfst. Das ist schön. Zauber ein Lächeln an deinen Lippen und sagst du, ach wunderbar, er denkt genauso an mich wie ich an ihn. Oder er sieht genau diese Initialen, wenn du seine Initialen siehst oder die Doppelzahlen, genau wie ich, und freue dich darüber. Also dem Gegenüber geht oft nicht anders als dir. Und das ist jetzt die Botschaft hier. Ich werde jetzt noch eine Karte hier aus dem Liebesorakel Amos Botschaften von Toni Carmine Salerno ziehen. Aber das kennt ihr ja alle von der anderen Kolleginnen, die immer so sehr liebevoll und fleißig ihre Kartendecks vorstellen. Ja, so Wunder. In deiner Beziehung steht eine Veränderung an. Wunder. Ja, also Wunder gibt es immer wieder. Und wir wissen nicht im Endeffekt wie und was. Ja, so, für dich kamen zwei, unglaublich, bleib dir selbst treu. Das ist für mich dann auch die Karte der Zwillingsflammen, weil hier auch die Flammen, die männliche und weibliche, halten sich fest. Du kannst auch diese Beziehung nicht abtrennen. Das ist ja deine andere Hälfte. Das geht ja gar nicht. Du kannst ja auch nicht deinen Arm abtrennen. Das geht ja gar nicht. Also integriere das in dein Herz. Integriere das in dein Leben. Nehme das liebevoll an. Und dann ist auch diese heilige Vereinigung. Hüte deine Beziehung wie ein Schatz, die heilige Vereinigung. Also es darf sein, freue dich darüber, dass du halt deinen Seelenpartner begegnet bist. Das ist eine große Bereicherung für dich. Viele begegnen ihr Seelenpartner gar nicht. Also, du wirst mehr geliebt, als du dir jemals vorstellen kannst. Denke stets daran, ich liebe dich. Ja. So. Und dann natürlich ziehe ich nochmal aus diesem Herzen fühlen von Sandra Kammann eine Karte jeweils noch. Also ich finde das toll, mit mehreren Karten zu legen. Es ist auch viel zu schade, diese schönen Karten alle nicht zu benutzen. Ich habe noch viel mehr jeden Tag eine Karte dazu ziehen. Und ich hoffe, das gefällt dir. Und wenn das der Fall ist, ja, hinterlass mir einfach einen Link. So, der wollte auch. Also, was euch verbindet, die Zuneigung, ihr beide sehnt euch nach dieser Zuneigung. Wenn du wahrhaft liebst, betrachtest du dein Gegenüber aus der Auge deines Herzens, also dass du schon mal gar nicht böse auf dein Gegenüber bist, sondern betrachte ihn von dem Herzen, ja. So, die Ausstrahlung bei deinem Gegenüber, was du denkst, strahlst du aus, und was du ausstrahlst,
ziehst du an. Also das ist der Gesetz der Anziehung auch für ihn, was er ausstrahlt. Also wenn der Liebe ausstrahlt, zieht er auch Liebe an. Also es ist, was er denkt. Wenn er an dich denkt, zieht er auch dich an. Wenn er nicht an dich denkt, dann zieht er dich nicht auch an. Also darum geht es, also wirklich, dass ihm das bewusst wird, was er ausstrahlt, was er denkt, dass er das anzieht. Also für dich kamen hier die Visionen, also erst die Wunder, Wunder geschehen, wenn du deinem schönen Träumen mehr Aufmerksamkeit schenkst als deinen Ängsten, dass du immer wieder deine Träume halt vorstellst auch, dass du da wirklich Aufmerksamkeit schenkst, was du haben möchtest, deinen Träumen und auch Visionen, ja? Deine Visionen zeigen dir, wer du wirklich bist, also wirklich, was du möchtest, ja? Also was so in deinem Sinn kommt, das sind ja deine Visionen, die zeigen dir, wer du auch wirklich bist. Und das ist wirklich so, auch mit diesen Wunder. Also alles, was ich so in meinem Leben gesagt habe, ist auch alles immer so gekommen, ist auch in der Erfüllung gegangen. Also als ich das erzählt habe, ich werde jetzt mal einen YouTube-Kanal machen, ich werde eine Praxis haben, das habe ich schon Jahre vorher erzählt, also ich möchte gerne eine Praxis für Entspannung haben. Und irgendwann hat sich das alles so gefügt, also auch dann irgendwann gesagt, ja, ich möchte mein eigenes Kartendeck haben, das ist dann auch gekommen. Und viele, viele Dinge auch im Privaten auch. Ja, und genauso kann das auch bei dir sein, dass du einfach, was du aussprichst, dass du da mehr Aufmerksamkeit danach widmest und auch loslässt. So, meine Lieben, das war jetzt die Legung heute an dem 20. September. Jetzt siehst du mich auch gut, wunderbar. Und ich hoffe, das hat dir wirklich gefallen. Und wenn das der Fall war, freue ich mich, wie gesagt, über einen Like. Und natürlich umso mehr, wenn du meinen Kanal abonnierst. Klicke auf den Button unter dem Video rechts unten, abonnieren, und klicke nochmal auf die Glocke. Dann wirst du auch benachrichtigt, wenn es etwas Spontanes von Kanal Reka gibt. Wie ihr mich kennt, also ich bin ein intuitiver Mensch. Also wenn ich Zeit habe, mache ich mal mehr. Wenn ich weniger Zeit habe, auch mal weniger Videos. Aber ich bedanke mich bei dir für deine Treue und sage Namaste, bis zum nächsten Mal, und wünsche dir ein schönes Wochenende. Bis bald, deine Valeria.